Und herzlich willkommen zurück. Öffnen wir mal kurz den Browser. Tabaram. So. Das wäre dann Mindtest. Technik. Gold. Chest. Mal gucken, was wir dazu finden. Da muss es ja irgendwas muss es da geben, irgendwas Sinnvolles. GitHub. Okay, das sind also tatsächlich größere Kisten. Ja. 130 Lagerplätze. Eine normale Kiste hat ja 4x8. Das heißt, alleine die Ivan-Kiste hat schon halt wesentlich mehr. Naja, also anderthalbfach so viel ungefähr. Aber dann wird es halt sehr schnell sehr viel mehr. The material chest is not implemented yet, but the implemented will allow you for connecting chests around the world to chair. Ah, also sowas wie hier diese, also die Material Box hat diese Feature hier noch nicht mit den 13x10 Slots. Aber dafür gibt es eine Alternative, und zwar, dass man das hat wie beim Mindklon, diese Ender Chest. Dass man quasi mehrere Chests hat, wo alle den gleichen Inhalt teilen. Was man quasi so als, ja, Kiste, die man überall aufstellen kann, wo man dann überall an den gleichen Stuff rankommt. Das ist hier quasi diese Mithril Chest. Ist natürlich witzig. Werden wir wahrscheinlich im Let's Play nicht brauchen, aber immer gut zu wissen. Dass es da etwas gibt, das wir nicht brauchen. Nice. Ja, okay. Der Club, was? Nein, was war schon? Das war ja klar. So. Das sollte aber das Richtige sein. Halleluja. Oh Gott, Alter. Ab welcher Tiefe gibt es Meter? Wie lange werden wir da jetzt noch graben? Also ich hatte jetzt nicht gehofft, oder ja, ich hatte gehofft, jetzt nicht alle 4 Folgen dran zu setzen und wieder hier die ganze Zeit zu graben. Ich meine, von daher ist es zum Glück relativ gut, dass wir jetzt wirklich 4 Folgen pro Tag machen. Da können wir einfach mal sagen, okay. Da verschwinden wir einfach mal 4 Folgen. In dem Sinne, dass wir sagen, ja, morgen lasse ich auch wieder 4 Folgen hoch. Aber ist schon eine Hausnummer, dass es hier so rationalisiert ist. Ich meine, klar, irgendwo, es ist natürlich, wie gesagt, sinnvoll. Deswegen mag ich es persönlich auch, weil es ist halt wirklich realistischer, weil Mese ist ein Kristall und Kristalle sind relativ weit unten in der Erde, ja. Aber es ist halt fürs Let's Play immer so ein bisschen so, mag ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht, geh kacken. So, da geht's noch weiter runter, heilige Scheiße. Ich nehme am besten jetzt mal direkt meinen Wassereimer und halt ihn am besten. Nee, machen wir nicht, machen wir anders, machen wir so. Ach komm, leck mich. Und jetzt nehme ich mein Wasser und platziere es da. War das schlau? Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. So, jetzt machen wir das immer wieder weg. So, es wird gleich richtig dunkel. Ich fange bisher mal Fackeln auf. Wir haben jetzt gelernt, es gibt doch Monster. Von daher wollen wir sie nicht auch noch provozieren, hier anzukommen. Ach du Kacke! Oh. Ich glaube, das war keine gute Idee. Oh, Scheiße. Komm, ich will jetzt noch an mein Wasser wieder ran? Oh. Oh Gott. Oh Gott. Boah, Alter, ich sterbe gleich.
gib mir bitte mein Wasser wieder, das nimmt hier gerade Ausmaße an, die mir nicht gefallen. Bitte lass mich durch, bitte lass mich durch. Ja, Glück gehabt. Ach du Kacke, jetzt habe ich hier noch mehr Lava. Scheiße. Ja, deswegen Wasser am besten mal von ganz oben gießen. Sonst passiert genau das, was jetzt gerade passiert ist. Kriege ich das jetzt hier noch weg oder eher nicht so? Ah, Maria Josef. Gut, ich mache jetzt mal dahin, dann ist mindestens dieser Abzweig hier weg. Oh! Ich schwöre, ich war gerade in Lava drin, kann das sein? Oh, ja, hat der wunderbar funktioniert. Okay, wir haben Hartstern. Ne, also guck mal, die Lava hier, die ist verloren. Die kann ich vergessen, da komme ich nicht mehr ran. Ich verschwinde einfach mal. Jetzt kommt sie mir auch hier gefährlich nah. Oh ja, sie kommt gefährlich nah. Oh mein Gott. Was habe ich getan? Alles, was ich wollte, war ein bisschen Liebe. Und alles, was ich bekam, war ein bisschen Scheiße. Ich glaube, hier muss auch noch was hin. Nein, das war jetzt gerade schon wieder. Bitte geh weg. So, genau. Soll ich zumindest hier bauen und die Lava, die jetzt dank meiner. Ich geh sterben, Alter. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Okay, wir machen es mal anders. Ich gehe mal hier hoch. Und versuchen mal, die Lava von oben zu begegnen. Hier schon wieder los. Ist das ein Problem oder was? So. Dann gehen wir mal ein bisschen in die Richtung. Gehen wir mal ein paar Blöcke hoch. Hier zum Beispiel, da wo das Ding ist, dürfte eine gute Höhe sein. Springen wir einfach mal rüber. Und graben uns mal in die Richtung. Dann müssten wir ja eigentlich relativ, denke ich mal, auf die Lava drauf zu kommen. Ja, da sieht es nach Lava aus. Nächste Spitzhacke. Aha, das sieht doch gut aus. Sehr schön. Hier kann man die Lava von. Oh, du Kacke. Von oben. Da kann ich auch direkt mal. Ach du Scheiße. Ja, also wie gesagt, es gibt auf jeden Fall Monster. Dich packe ich erstmal dahin. Kann ich dich schon mal angreifen? Nein. Yay. Ich will gerade hoch. Geht doch. So. Wenn ich jetzt Glück habe, löscht das unten die Lava auch aus, die unten ist. Wenn nicht, dann nicht. So, versuchen wir mal hier nochmal. Ja gut, da geht es noch weiter nach oben. Ich weiß allerdings nicht, ob wir so. Ach du Scheiße. Boah. Bring dich halt um, Ronny. Die Zuschauer warten nur darauf. Okay, ich müsste da hoch. Auf die Reihe. Hier müsste ich das auf die Reihe bekommen. Dankeschön. Ich traue mich nicht. Hoffentlich kommt jetzt hier kein Monster. Hoffentlich kommt überhaupt niemals Monster. Fing irgendwas. Komme ich jetzt? Ach du Scheiße, oben ist Lava. Okay, ich versuche erstmal das hier irgendwie abzuwehren. Danke. Und dann gehe ich eins weiter rechts hoch. So, hier habe ich einen besseren Überblick. Was? Ach du Kacke. Oh mein Gott. Was zur Hölle habt ihr getan? Was zur Hölle tue ich jetzt gerade? Gut, ich würde mal sagen, nein, das wollte ich nicht. Sondern ich wollte da. Versuch mal hier lang zu kommen. Ja, sieht gut aus.
Aber hier sieht es auch wieder so aus, wie als wenn ich noch weiter hoch müsste. Ach du Scheiße. Boah. Guckt euch das an. Ja, so sieht's aus, wenn Lava ungünstig lang irgendwo fließt und dann einfach mal überall lang fließt. Aber ich würde mal sagen, da hinten, da hört die Lava auf, dann lasse ich es auch einfach mal dabei. Und bin quasi einfach mal froh, dass ich die Lava jetzt bis hierhin zurückgedrängt habe und die weiter nicht weiter runter geht. Das sieht zumindest schon mal gut aus. Das soll mir bisher erstmal reichen. Die Fackel kommt auch wieder mit. Die gehört hier nicht hin. Die ist noch nicht abbezahlt. Dann. Ach komm, machen wir hier ein bisschen Stein hin. Dann gehen wir wieder nach Hause. Den Gang versiegel ich auch dann mal wieder. Und jetzt dürfte hier die Lava erstmal so weit weg sein. Jawohl! Lava ist weg. Sehr gut. Guckt euch an, was wir angerichtet haben. Das sieht ja schlimm aus hier. Ja gut. Okay, können wir jetzt hier in Ruhe mal ein bisschen weitermachen? Da so? Richtig, ja, richtig. Boah, Alter! Hunger! Was tust du tun? Aber schätze hier, wie tief sind wir mittlerweile schon? Garantiert weitaus tiefer, als irgendwie sinnvoll ist. Alles, was ich möchte, ist Mete. Vor allem, wir gaben es jetzt quasi schon direkt steil nach unten. Stellt euch mal vor, wir hätten jetzt wirklich richtig so eine schöne Treppe gemacht, die so richtig schön schräg nach unten geht. Richtig schön ausgebaut, wie damals auf dem Vanilla-Server, wo wir diesen riesigen breiten Gang nach unten gegraben haben. Das wäre ein Projekt gewesen, ich sag mal so, da wäre Armageddon Witz gewesen, was auch immer das jetzt Armageddon nochmal ist. Ich habe keine Ahnung. Ach komm, leck mich, bevor ich ausraste, mache ich da direkt noch was dahin. So, dann nehmen wir mal hier die Leiter wieder in Anspruch. Nein, Leute sind alle. Wir haben kein Holz mehr, das heißt, wir nehmen dich, machen hier nochmal 80 drauf. Ach komm. Wow. Danke. So, dann. Ja, komm. Danke. Genau. Haben wir ein Stick. Dann nehmen wir mal noch ein Stick. Irgendwie so, keine Ahnung. Ich muss erstmal nach oben, sonst. Ach komm, ich mach einfach mal hier Tasche voll mit den Karten für den Kack. Das braucht sowieso keine Sau. Das gute Obsidian. Packen wir mal die paar Rohstoffe, die wir haben mittlerweile auch schon da rein. So. Ja, wir haben jetzt sogar schon Knochen. Danke dafür. Nee, komm, das mache ich mit da rein. Ja. Okay. Und jetzt nehmen wir mal hier das Ganze wieder so, das nach da, einmal alles und dann haben wir, wow, genau eine zu viel. Perfekt. Genau 100 Leitern. Witzig. Was? Warum tun die Leitern in letzter Zeit so weh? So, hier ist mittlerweile ein bisschen was. Sehr schön. Hallo, ich würde gerne hoch, danke. Dann kannst du weg, du weg, du weg. Du kannst auch weg. Du bist dann halt runter. So. Ja, das hat ja wunderbar funktioniert.
Sehr schön. Ein bisschen Eisen kann nicht schaden. So, da hinten haben wir auch noch ganz schön viel Lava. Ich versuche mal wieder hier hoch zu gehen und die von oben zu löschen, einfach weil das am sinnvollsten ist. Sonst entsteht wieder so eine Katastrophe wie gerade eben, ne? Ich denke mal, dann kann sich noch jeder in... Oh, jetzt habe ich aber ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich da hinten... Na gut, komm, machen wir es ganz einfach so. So und so. Und jetzt sollte ich in der Lage sein... Kann es sein, dass ich eins zu hoch bin? Ja, ich bin eins zu hoch. Fuck my life. Macht nichts. Gar kein Problem. Wir tun einfach so, als wenn das gewollt wäre. Sehr schön. Oh, Alter. Oh. Ganz schön laut. Was? Ernsthaft? Ich hasse dich. Dankeschön. So. Hier unten hat auch noch genau einer überlebt. Natürlich, was auch sonst. Packen wir hier mal ein paar Leitern hin, ein paar Fackeln hin. Hier zum Beispiel eine. Und hier eine. Sollte reichen. Für das Gröbste. So, aber das ist leider auch noch kein Mese irgendwo. Das heißt natürlich, wir müssen noch tiefer gehen. Ist ja nichts Neues. Marmor! Marmor wollen wir wahrscheinlich auch brauchen für die ganzen Technik-Sachen oder für die Home-Decor-Sachen. Für eins von beiden. Aber glaube ich, Home-Decor. Müsste. Ach genau, gehört zu Technik, können wir aber auch für Home-Decor verwenden. So war das. Ich bin doch gebildet. Ich kenne mich doch aus. Tue ich doch. So, Eisen, Eisen. Ach, wow. Backpack, danke, 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 danke. Was? Danke. La la la. Da. So. Dann nehmen wir mal ein bisschen Mumble. Das ist jetzt aber direkt unter der geschmolzenen Lava. Das heißt, es könnte sein, dass ich jetzt hier direkt die Lava aufgrabe wieder. Oh, das war. Auch sehr intelligent. Das heißt, ich muss schweinevorsichtig sein. Und direkt, wenn ich Lava sehe, renn. Ja, hier ist direkt die Lava. Ah, das ist Bullshit. Okay, dann machen wir es, um das Risiko ein bisschen zu minimieren, mache ich mal hier direkt Wasser hin. Da so. Dass, wenn Wasser, dass wenn Lava kommt, die Lava auch direkt aufgehalten wird. Wie viel? Nice. So, jetzt bin ich auch oben graben, ganz doll aufpassen, weil, wie gesagt, jetzt dürfte gleich Lava durchkommen. Ich meine, ich kann natürlich auch mal die Gestein direkt daneben packen. Kann ich so wissen, wenn ich schnell genug reagiere, das geöffnete Loch dann gleich wieder schließen. Noch weiter.
Scheiße, guck mal, Marmor brauchen wir dann auch keine mehr. Haben wir jetzt definitiv mehr als genug. Alter, was für eine Ader hier. Die Frage ist, wie viel werden wir brauchen in nächster Zeit. Ich glaube, so viel wie wir hier haben, das Ganze jetzt komplett hier abzubaggern, bringt absolut gar nichts, weil das viel mehr ist, als wir jeweils gebrauchen könnten. Deswegen würde ich sagen, wenn wir hier mehr als zwei Stacks bekommen, dann belassen wir es auch bei diesen zwei Stacks dann. Aber ich glaube, mehr bringt halt einfach nichts. Man muss ja auch nicht übertreiben. Siehst du, wir haben schon fast zwei Stacks und es hört hier noch lange nicht auf. Jetzt auch noch direkt wieder weiter. Oh mein Gott. Oh Gott, guckt euch das an, Alter. Oh. Überall Marmor. Okay, würde ich mal sagen, lassen wir es an der Stelle auch direkt mal sein. Definitiv mehr als wir brauchen werden. Wir kümmern uns dann lieber doch wieder erstmal um die Mese. Die ist gerade ein bisschen wichtiger. Das Wasser natürlich ewig, bis es abfließt. Mach hin, damit ich mal wieder bauen kann. Danke. Tja, haben wir eigentlich abgesehen von Mese, haben wir jetzt eigentlich soweit alles gefunden, was man finden kann. Das Einzige, was jetzt noch im Rennen ist, ist einmal Rainbow Ore und Mese. Bin ich mal gespannt, was wir zuerst finden. Aber ich bin mir ganz sicher, also meines Erachtens nach ist dieser Mese-Klumpen, wo man gleich 9 Mese-Kristalle rausbekommt, also dieser richtige Mese-Block, den gibt es erst ab minus 1000 noch was. Also den werden wir definitiv nicht finden, aber an sich die Mese-Kristalle, also das Mese-Ohr, das hätten wir doch eigentlich schon längst finden müssen. Oh! Oh! Oh, tschüss. Ich bin mal weg. Machen wir hier schon ein bisschen das Cobblestone hin, ein paar Leitern. Und dann gucken wir uns mal das hier mal ganz kurz an. Scheint hier doch ein bisschen runter zu gehen. Oder wir hachen einfach ganz lange in so einen Höhlen aus und dann kriegen wir durch diese Mese Monster ein bisschen Mese. Ist wahrscheinlich ergiebiger, so wie es hier aussieht. Nicht da unten graben. Ganz schlechte Idee. Ich habe Angst. Irgendwas ist mir gerade auf den Kopf gefallen. Ich weiß nicht, ob es ein Block war, den wir abgebaut hatten. Oder ob es irgendwas Monsterisches war. Zugegeben. Ich mache hier lieber ein bisschen Licht an. Okay, sollte reichen. Um meine Angst zu bändigen. Mal hier vielleicht noch eine Fackel hin und oder so und dann so. Ich mache lieber da. Bringt mehr. Okay. Gut.
Dann geht es hier noch weiter runter. Ja. Wir sind doch in der richtigen Flucht. Sehr schön. Alter, wie viel Eisen wir mittlerweile verbraucht haben. Ich meine, es ist zumindest noch kein Verlustgeschäft, weil wir finden, wie gesagt, relativ viel Eisen. Aber ich wünschte halt echt, dass wir ein bisschen mehr oder überhaupt mal Mehl finden. Jetzt finden wir sogar schon Sand. Ich glaube das nicht. Holy moly. Das ist irgendwie deprimiert. Ich weiß ja nicht. Einfach nicht auf. Wisst ihr was? Einfach mal, wo ich mal gucken möchte, wo wir gerade sind. Ja, das war die falsche Taste. Wir sind schon bei minus 500. Wir sind bei... Okay, also ab jetzt finden wir auch Rainbow Ore. Denn jetzt sind wir bei minus 512. Ihr wollt mich doch verarschen. Na komm, die Leiter machen wir nochmal schnell leer und dann würde ich mal sagen, Feierabend. Es bringt halt einfach nichts mehr. Das ist halt so traurig. So, jetzt sind die Leiter genau aufgebraucht. Perfekt. Dann würde ich mal sagen, ja. Home. Und Feier. Achso, ja, bitte bin. Das gibt's doch ja nicht. Das ist echt heftig. Also, ne? Das muss ich schon mal sagen. Das ist schon. Ich kann es auch anders machen. Brauche ich keinen Browser für. Machen wir einfach mal hier. Home. Knoppix. Mindtest. Was soll ich jetzt gerade? Achso. Mein Test Git. Mein Test. Sirs. MapGen. Quatsch, ich bin doch gerade komplett falsch. Nee, mein Test Game. Wir müssen erstmal in die Game Ordner rein. Game, da. Mein Test. Mods. Default. Wo ist Default? Default da. MapGen. Gucken wir nochmal, ab wo es nochmal Mese gibt. Weil, wie gesagt, ist ja. Stone with Mese ab plus 1024 und ab minus 64? Digga, das sind wir lange dran vorbei. Selbst hier sind wir lange dran vorbei. Warum haben wir denn bisher immer noch kein Mehl gefunden? Hatten wir einfach echt so arsch viel Pech? Muss ja. Oder wir spielen gerade mit der Demo-Version, da gibt es kein Mehl. Wow. Egal, in dem Sinne, schauen wir drauf.